Hallo und herzlich willkommen zum achten Teil von Kanadier Paddeln in 5 Minuten. Wir haben im letzten Teil, in Teil 7, über die Ziehschläge gesprochen und heute machen wir unser Paket dann für die Grundlagen einmal vollständig, und zwar mit den Drück- und den Drückschlägen und den Hebeln. Und ich schmeiße in einen Topf, weil ich die gedanklich nicht wirklich trenne. Aber lasst uns vorne anfangen. Der Drückschlag ist im Prinzip das genaue Gegenteil vom Ziehschlag. Das heißt, ich habe das Paddel wieder im Wasser, fange jetzt aber damit an, dass das Paddelblatt nah am Boot ist, drehe mich mit dem Oberkörper zum Paddel hin, beide Hände sind über dem Wasser, sodass das Paddel steil steht, und jetzt drücke ich mich samt Boot vom Paddel weg. Und dann gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Einmal, ich nehme das Paddel aus dem Wasser und führe es wieder zurück ins Wasser, oder ich mache meinen Drückschlag, drehe das Paddel wieder, sodass der Daumen hier nach außen zeigt, und führe das Paddel dann unter Wasser zurück, was eigentlich wieder die schönere Möglichkeit ist. So sieht das aus. Sondern kann ich auf die Art das Boot relativ einfach zur Seite versetzen. Es ist nur wichtig, dass man die Bewegung dann in etwa auf Höhe des Drehpunktes macht. Das muss man ganz klein bisschen ausprobieren, wo das stattfindet. Und was ich hier mache, ist eigentlich gar nicht wahnsinnig günstig, weil ich nicht in der Mitte des Bootes sitze. Das heißt, für einen Solo-Paddler erschwert es die Sache schon ungemein, wenn man ein bisschen weiter hinten sitzt, als es eigentlich optimal ist. So, diesen Drückschlag hier macht man ein paar Mal und hat dann das Boot schön zur Seite versetzt, wenn nicht gerade noch ein bisschen Wind dazwischen kommt. So, und ich muss ihn jetzt schon ein klein bisschen weiter vorne machen, um das hier auszugleichen. So, das reicht schon. Ziemlich eindeutig, dass das funktioniert. So, und diese gleichen Drückschläge, die kann man jetzt auch wieder am Heck machen und am Bug. Und dann heißen die eben wieder Heckdrückschlag oder Bugdrückschlag. Und damit kann man das Boot dann drehen. Wenn ich das also hinten mache, beide Hände sind wieder über dem Wasser. Ich bin mit dem gesamten Oberkörper Richtung dem Paddel zugewandt. Und dann drücke ich mich hier wieder vom Paddel weg. So, und sehr schnell kann ich dadurch eine Drehung einleiten. Es wird jetzt leider alles hier vom Wind ein ganz klein bisschen verfälscht. Vorne das Gleiche. Ich führe mein Paddel nach vorne, ähnlich wie mein Ziehschlag, nur dass ich jetzt nah am Boot anfange. Und dann drücke ich mich mit Boot vom Paddel weg. Das Paddelblatt ist immer vollständig ins Wasser eingetaucht. Und da kann man sehr leicht eine Drehbewegung machen, auch wenn das Boot nicht ganz so drehfreudig ist. Jetzt bin ich ja wieder zurück hier im drehfreudigen Boot. Aber auch in anderen Booten funktioniert das hervorragend. So, und jetzt ist eben der Hebel noch eine andere Möglichkeit. Eine Alternative. Die Funktion ist im Prinzip die gleiche. Allerdings drücke ich mich jetzt nicht nur vom Paddel weg, sondern ich habe das Paddel anliegen hier am Söhlrand und hebel dann wirklich über den Söhlrand das Paddel. So, also den Griff ziehe ich nach innen und drehe dann langsam hier wieder den Daumen nach außen, um das Paddel zurückzuführen. Dadurch kann man sehr kleine, sehr schnelle Bewegungen machen und kriegt unheimlich Kraft auf das Paddelblatt. Es hilft dabei, wenn das Paddelblatt verhältnismäßig tief im Wasser ist. Und wenn man das dann ein paar Mal kräftig macht, dann sieht man auch, das Wasser, was man da durch die Gegend schaufelt, kommt ja wieder an die Oberfläche. Aber das ist jetzt bestimmt einen Meter oder knapp anderthalb Meter vom Boot weg. Also wenn das Paddelblatt schön tief ist, funktioniert das ganz hervorragend. Und auch das kann man natürlich hinten am Boot machen. Was ein bisschen seltener, glaube ich, ist, dass man das hier so hebelt. Oder ich mache das zumindest seltener. Man kann das aber auch vorne machen, dass man das schnell hebelt. Und das geht auch enorm schnell, und mir sind diese Hebelbewegungen ausgesprochen sympathisch. Die Drückschläge sind halt die kleine feine Lösung. Wenn es mal wirklich kräftig sein muss, dann nehme ich doch immer gern den Hebel, um richtig was zu bewegen. Und ja, ist nicht unbedingt paddelschonend, ist je nachdem wo und wie man das macht auch nicht unbedingt bootschonend, aber ist eben eine sehr, sehr kräftige Angelegenheit. So, und dann kann man zum Abschluss die Drück- und die Ziehschläge noch kombinieren, wenn man das Boot auf der Stelle drehen möchte. Ich kann zum Beispiel kombinieren einen Heckziehschlag mit einem Bugdrückschlag. Also wenn ich hier ziehe und eine Drehung einleite, und dann mache ich vorne den Drückschlag und dann hier hinten wieder den Ziehschlag und da den Drückschlag und so weiter, dann kann ich das Boot recht gut auf der Stelle drehen. Oder ich mache das eben umgekehrt. Jetzt unterstützt der Wind mich. Hier hinten mache ich meinen Drückschlag, vorne mache ich meinen Ziehschlag. Funktioniert auch ganz hervorragend. So, und das wird dann auch interessant für Tandembesatzung. Wenn die ihr Boot auf der Stelle drehen wollen, dann können entweder beide Ziehschläge machen, dann wird man das Boot zur Onside drehen, oder es machen beide Drückschläge oder Hebel, und dann kann man das Boot zur Offside bewegen. Einfach mal ausprobieren. Gut, ich denke, dass wir dann jetzt eigentlich alle Techniken beisammen haben, die ich jetzt für die Serie noch mir überlegt habe. Eine Kleinigkeit fehlt noch, die werde ich dann nächste Woche noch in das letzte Video packen. Und dann hoffe ich, dass alles gut funktioniert. Wenn Fragen sind, wenn Anmerkungen sind, immer gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten viel Spaß beim Paddeln. Abonniert den Kanal. Bis bald.